Da hat sich Tesla-Boss Elon Musk vielleicht etwas zu überschwänglich gefreut, denn einige seiner Modelle haben ein kleines Problem. Kein Scherz, nach einigen 10.000 Kilometern fangen die Elektroautos, je nach Breitengrad, in dem sie fahren, zu quietschen an. Verantwortlich ist ein Bauteil in der Radaufhängung. Das Gelenk hier oben quietscht, weil da Wasser eindringt. Das ist bauartbedingt so und wird nochmal verstärkt durch den Kanal, der von der Windschutzscheibe das Wasser quasi auf das Gelenk runterrieseln lässt. Die Meile-Ingenieure demonstrieren das Problem. Ähnlich wie bei Regen rauscht ein wahrer Wasserfall auf das Gelenk. Noch erstaunlicher als diese Konstruktion ist die ganz offizielle Problemlösung der Tesla-Werkstätten. Dort schmiert man einfach Silikon aus dem Baumarkt drauf. Vermutlich, weil aufgrund der hohen Nachfrage keine Ersatzteile lieferbar sind. Die Rahlstädter Ingenieure machten das, was sie in so einem Fall immer machen. Sie tüftelten nach einer Lösung. Gefragt haben sie Tesla nicht, müssen sie auch nicht. Beim Handel mit Autoteilen darf jeder mitmischen. Nach dem Vermessen des Originalteils entstand so ein völlig neues Bauteil. In dem Fall haben wir einen Aluminium-Querlenker gemacht, der ganzteilig ist. Vielleicht kann man das hier noch mal besser sehen. Es gibt einfach keine Schwachstelle da drin. Es gibt keinen Schlitz, keine Eindringstelle für das Wasser. Das Wasser perlt einfach außen ab und kann gar nicht in das Gelenk eindringen. Eine verblüffend einfache Lösung. Offenbar langlebiger als das Original. Warum die Kollegen von Tesla in Texas sich für ein filigran anmutendes, kompliziertes Hybridbauteil mit verschiedenen Materialien entschieden haben, bleibt ihr Geheimnis. So erfinden die Rahlstädter Ingenieure immer wieder auch für Fahrzeuge deutscher Weltkonzerne komplexe Bauteile, die länger halten sollen. Die Autos sind ja schon sehr, sehr klasse, das muss man einfach sagen. Aber es gibt immer mal wieder Sachen, wo man merkt, oh, daran haben wir nicht gedacht oder es gab andere Zwänge, das anders zu konzipieren. Und das ist halt dann unsere große Stärke, wo wir sehen, hey, schau mal, über die Jahre hinweg ist da immer wieder ein Problem und wir wissen, wie wir es besser machen können. Insgesamt 24.000 unterschiedliche Autoteile gehen von Rahlstedt aus in die Welt. Selbst konstruiert ist davon allerdings nur ein kleiner Teil. Elon Musk hat übrigens noch nicht angerufen oder getwittert. Wer möchte auch schon zugeben, dass mit seinen Fahrzeugen irgendwas nicht stimmt?